Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Island 2 mit dem werten Herrn Hitler. Ne, Moment, Kirschi bin ich. Und mir, dem Freddy. Wir sind auf der Reise, die Hauptquest zu machen nach vier Parts. Die anzufangen. Ja, ja, genau. Hier ist der fünfte Part, also nach vier Parts. Ja, kommt hin. Wir haben im vierten Part gerade am Ende durch Zufall gemerkt, dass wir hier sind, wo wir eigentlich hin müssen. Da dachten wir, das könnten wir eigentlich noch machen mal. Ja, erschien dann doch wie eine Idee. Okay, mit durchgeglitscht. Was geht, das geht. Da ist Liebe. Hier ist nur 15 km/h. X. Ah, ich kann es nicht wegmachen. Geht das Tempo so auf? Dermaßen dingsige Musik. Weil es hier ein dramatischer Fight gleich ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten eigentlich über diesen Weg hier hinkommen. Ajo. Au! Bring it a pain! Hä? Was haben wir gerade Schaden gemacht? Ich dir? Anscheinend, also ein Zombie war gar nicht mal in der Nähe. Vielleicht habe ich dich echt ungewollt erwischt. Das würde passen. Oh, ich habe einen Skillpoint. Aber wir können uns eigentlich nicht gegenseitig Schaden machen. Testen wir das doch mal. Weil hier sollen wir reingehen tatsächlich. Ja. Ich habe den Code mal eingegeben. Ah. Na dann. Funk. Oh, da ist ein Hackmesser für dich. Ehre. Ist auch schon kaputt. Aber egal. Wow. Das Bein ist schön ab. Und bei das mir steht's. Nice. Ich gehe mal kurz in das Skill-Menü und hole mir mal, dass ich mehr Ausdauer bekomme. Damit ich mehr Rucksäcke habe und. Also eigentlich erstmal Dietrich. Dietrich ist wichtiger. Oh ja, stimmt. Wo war Dietrich nochmal? Also überleben Tree. Auf jeden Fall, aber. Und dann. Der dritte Skill, glaube ich. Muss mal kurz darauf gehen auf dem Menü. Ja. Überleben habe ich bei mir zuerst halt, dass die Medikits, also erste Hilfe. Dann habe ich bei mir das Vampir geskillt und danach kommt dann Einbrecher. Und Einbrecher brauchen wir für Dietrich. Oh! Ich erwartete dies nicht. Ich schon, tatsächlich. Ich glaube, das ist der erste Schläger-Zombie. Warum nicht? Willst du judgen? Wir sind 2023, Junge. Da hast du auch wieder recht. Ich glaube, du musst gleich erkennen. Das ist auch keine negative Frage, sondern eine positive, weil ich werde auch welche. Du, das ist Bugs, der erste Schläger-Zombie. Also hier, durch den soll man eigentlich halt die Schläger kennenlernen. Und wir sind einfach schon woanders hin. Wir haben es auch so sehen gemacht. Jo, mei. Passiert, gell? Aui. Au. Hab ich dich getötet? Nahezu. Hallo. Oh, sorry. Ich dachte, das macht dir keinen Schaden. Ich wollte mei. Passiert. Ich wollte den direkt damit abschmeißen, aber ich habe zu weit geworfen. Dann konnte ich nicht mehr direkt sprengen. Was geht? Das geht nicht. Oh, ich habe eine Tasche drauf. Tee. Ein Energy Drink dann, aber alles easy. Da. Irgendjemand sagt Mayday, Mayday. Oh Gott. All also, engines are out. Ja, hier gibt es einen Sip, wenn du brauchst. Reparieren. Wo gibt's einen Sip? Ja, hinter dir. Wo ist das hinter? Von der Werkbank komplett nach hinten, ja. Okay, dann da habe ich den schon. Okay, ich habe meinen, modifizierten Baserschläger, glaube ich, zerstört. Upgrade, ich kann meine Waffen upgraden. Macht das Sinn? Das macht echt viel Schaden. Das macht auch echt viel Schaden. Ja, dann mache ich mal ein Upgrade darauf. Modifizieren kann ich hier nicht. Beschädigte Gegenstände kann man nicht reparieren. Ja, dann kann man nicht upgraden. Ja, dann. Mach's doch, wenn ich upgraden will, dass es repariert wird. Dann bietest du mir direkt an. Warum muss ich ja für ein anderes Menü gehen? Ja. Okay, der Wert. Okay, ich sehe gerade, dass die Upgrade-Kosten da nochmal anders sind. Aber ich habe ja 3000 Schmeckels. Upgraden wir das doch auch einmal, bis hier. Zack, zack, zack. Die wollen in den Jungle landen. Okay. Dann packe ich mir das schwere Messer, was ich ja voll geupgradet habe, mal oben hin. Dann kann ich das als. Kann ich das Reparatur benötigen? Ja, klar. Dann kann ich den jetzt aber auch upgraden. Okay, wir können hier nach oben gehen oder wir können hier durchgehen. Modifizieren kann ich eh noch nichts. So.
Dann kann ich wieder hinterherlaufen. Ja. Dann gehen wir erstmal hier die ganzen Zombies töten. Ich muss noch meine. Oh! Ich habe mehr Slots. Ja, ich auch. Ich glaube, es kam mit dem Level. Das habe ich dir aber auch schon letztes Mal gesagt. Ja, ich bin nicht so gut im Aufpassen. Solche Dinge, Wösch. Ja. Nicht die Tür anrempeln, böser Zombie. Das mach nur ich. Hier ist noch ein Sip, wenn du einen brauchst. Oh ja, nehme ich gerne. Übrigens sind Zombies, die glaube ich sauer und aufgeschreckt sind. Die laufen nämlich gerade rum. So, jetzt habe ich alle. Dann fangen wir doch mal mit dem behinderten Schlagring. Oh, da ist ein Feuerzeuggas. Hier sind Zombies, die aus dem Maul wollen. Da liegt Alkohol. Hier ist ein Fact. Bio. Magnet. Ach, die Taschenlampe hat eine begrenzte Ausdauer. Hier, Batterie nur. Ich habe gerade gefunden, was auf der Stock Booster ist. Du hast in der Tat ein bisschen sehr stockdüster. Anstrengender Baseballschläger, ja hoch. Das Energy Drink, den brauche ich nicht. Den Fuck nehme ich aber mal mit. Batterie. Jetzt muss er nach oben Seife. Gehen. Seife? Seife? Was ist Seife? Kann man fallen lassen, dann wird's lustig. Ah, wir können hier raufgehen. Öffnen die Luke. Ja, wahrscheinlich explodiere ich gleich oder so. Luke Skywalker. Wäre cool, wenn du explodiert wärst, ehrlicherweise. Ja, das Flugzeug fliegt hier gerade lang. Das ist, was Mayday gesagt hat. Gott, ich finde Flugzeuge so cool. Herr weg, Tommy, ich bin da Flugzeug am Bestaunen. Gut, aber ich meine, ich bin zumindest auch Fan von großer Maschinerie. Same. So riesige Braunkohle-Abbau-Roboter. Ich meine, ich bin kein Fan von Braunkohle und der Verwendung, aber die Roboter, die dafür verwendet werden, fucking geil. Alles. Also alles, was groß ist und Maschine ist, ist richtig cool. Ist so. Auch diese riesen Muldenkipper, Alter, die auf Minen eingesetzt werden. Doch, Schiffe finde ich auch super. Riesige Dinger. Gott, ey, ich liebe Riesenmaschinerie. Aber wer nicht, Alter? Die sollte man definitiv judgen, Leute, die nicht Riesenmaschinerie lieben. For real. Und was Grünes war das? Was glaubst du dir zu erlauben, du Bitch? Das sind meine Mutterteile. Waren aber auch meine. Nee, leg die bitte zurück, das sind nur meine. Nehmen wir Schnellreise. Ich wollte mal kurz draußen, bevor ich Cinema anrufen, würde ich sagen. Fundmesser. Wenn noch was Cooles gibt. Ich glaube, wir können aufs Dach gehen. Also aufs Dachdach. Aktuell sind wir schon auf dem Dach, aber jetzt können wir aufs Dachdach gehen. Ja, klingt gut, oder? Herrgott. Sorry an deine Zuschauer, meine sind es von mir schon gewöhnt. Hä, sind sie auch nicht mehr? Die haben sich doch, wie nennt man das, sie es nicht mehr kennen? Entwöhnt? Selbst verlernt? Entwöhnt, weil du so lange kein Content mehr gemacht hast? Fair. Bitte Bruder, mehr Content. Ich meine, da ist man schnell wieder drin. Also Leute, bitte einmal bei Küche in den Kommentar schreiben, dass er bitte mehr Content machen soll. I'm trying? 7 Parts pro Tag mindestens? Ich bin nicht du. Ich habe keine unendliche Motivation. Rip du. Okay, komm her, dann reden wir mit Cinemoy über Funk. Ach, okay. Oder ja, mit Cineboy. Cineboy! Oh Gott. Ich bin hier drin. Ja, ich habe ich auch gerade gemerkt. Gut. Das Funkgerät steht meistens nicht draußen im Regen. Ugi. Na gut. Oh hey, das sind ja tatsächlich, die haben ja nicht einmal gelügert. Es waren doch vorher mehr als 4 Leute, oder nicht? Ich glaube schon. Einfach Mike Tyson. Ich glaube, sehen zu haben. Okay, habe ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen. Aber wäre wichtig. Ja, ich glaube, das war animiert und nicht tatsächliches Jiggeln. Okay. Das macht es nämlich lustiger. Er gibt mir einfach ein Messer, Ehrensonne-Boy. Nice job, mate. We're safe now, thanks to you. Ja. We'll make it long without food. Help don't come soon. We're gonna have to head to town. Meantime, maybe you could see if anybody needs help. If anybody needs help. 20 verschiedene Ausrufezeichen hier. Oh ja. People here need help. Go talk to them and see what you can do.
Endlich dürfen wir allen Leuten helfen, ohne Gegenleistung. Da sehe ich ihn. Hier gibt es einen Händler. Oh. Da wird erstmal richtig einkauft. Ja. Ich glaube, die sind alle unten. Alle Fragezeichen. Oder was man soll. Hank, reden wir erstmal mit Hank. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, rent a pickup. If you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Bruh, wir haben Mike's Auto. Ja. Yes. Yes. Excellent. You locate those parts. You know where to find me. Nö. Orgi. Wo? Super, vier Ersatzteile. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal alle Quests an, die wir finden. Klingt gut. Aber erstmal Händler, würde ich sagen. Hallo, Wayne. Mittleres Medikit. Also, Medikit ist einfach so irrelevant bisher. For real. Oh, ich kann was verkaufen. Ich habe Sachen, die ich verkaufen kann. Ich hab das. Das sind die Sachen, die ich behalten will. Das ist mein gutes Messer, ne? Ja. Kauf mir das mal. Das mal. Das macht weitaus weniger. Das kann auch noch weg. Ein schweres Rohr, ein schweres Brechreifen. Das ist in Ordnung. Streng, den behalte ich mal. Das kann weg. Das ist noch relativ gut, das kann auch. Alles unter 50 Schaden oder unter 60 Schaden brauche ich nicht verkaufen. Das wollte ich nur durchschicken. Schwerer Schockmod. Hat er denn was Cooles? Okay, das ist natürlich nice, dass es halt 90 in der Basis hat. Was kostest du? Wert 49 Schmeckels. Und er verkauft ihn für 485 Schmeckels. Ist das, da kannst du dich picken, Wayne. Aber ich würde, wir reden erstmal. Einer ist doch oben, ich hasse mein Leben. Während du da gerade noch am Shoppen bist, gehe ich mal kurz meine Waffe reparieren. Ich laufe hinterher, weil ich das auch mache. Achso, okay. Vor allen Dingen gucke ich mal, weil ich glaube, ich kann. Da der schwere Schockmatt. Nein, ich brauche noch mehr Klebeband, Draht und Stacheldraht. Okay, dann gucke ich schon mal, ob der da was hat von. Was brauchst du? Klebeband, Draht und ich glaube Stacheldraht. Ich hab beides. Ne, Stacheldraht habe ich nur einen, aber wenn du einen hast, dann würde reichen. Ja, wo bist du denn? Hier, hallo. Was brauchst du denn alles? Klebebanddraht und Stacheldraht. Einmal jeweils? Ja, ich glaube einmal. Anzahl? Was? Hä? Was passiert hier gerade? Porque? I do not know. Klebeband. Draht. Und Stacheldraht. Draht. Vielen Dank. Was gibst du mir dafür? Wie kann man das machen? Ich möchte eine Seife. Und ein Seife. Telefon. Gib und Sekunde, ein Zitronensaft. Seife habe ich. Ich habe Zitronensaft. Ich habe die anderen Sachen vergessen. Seife. Ich auch. Weiß. Seife. Und ein Telefon. Und Telefon. Ich guck mal gerade, ob ich ein Telefon habe. Oh ja, ich habe actually Telefon. Zack. Handel akzeptieren. Handel bestätigen. Handel wurde voll geil. Den ganzen Scheiß wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur random Scheiß haben. Also ich brauch das null. Okay, gehen wir erstmal mit Jack reden. Bonjour, Jack. Ah, ein Schlitzer. Ah ja, stimmt, du wolltest das Ding ja bauen, guck ich euch einen Sip rein. Kann ich gar nicht, ich brauche noch einen schweren Morgenstern, dann kann ich einen schweren Schockmod bauen, davor kann ich einen Schlitzer bauen, aber davor habe ich zwei Metallschrott und die habe ich nicht. Metallschrott. Habe ich denn Metallschrott im Winter? Ich weiß nicht, wo ich das sehe, achso, muss hier durchswitchen. Ich habe Metallschrott zweimal. Das ist genau das, was ich bräuchte. Was bietest du mir dafür? Metallschrott. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Telefon kann ich auf jeden Fall anbieten. Also wählt mal gerade nichts aus, muss ich das wieder suchen. Ja, großen Nagel nicht. Vom Handel entfernt. Nein. So. Ja. Ich kann dir auch
Ja, passt schon. Nimm einfach an. Okay, danke. Ich will nicht nochmal Müll haben. So schade. Viel Spaß dabei. Okay, danke. Wir müssen mit Jenny. Ne, Jean-Nein. Jean-Nin. Jean-Nin? Jean-Nein. Oh, voll geil, modifizieren. Bro, keine Ahnung. Anstrengender Baseballschläger. Ja. Zack, boom. So, kann ich den... Ja, jetzt gerade kann ich nicht... Important loading instructions. Reparieren. Do not put hard... Kann ich lesen? Aber jetzt kann ich den upgraden, das mache ich dann doch auch mal. Last minute announcement, $1,000 renting a room. Okay. Datum 2017? Hmm. Monday at... An energy drink. Prepare. Drive clean at... Drive clean... Test? Egal. Reden wir jetzt erstmal mit Jack. Shit. Bonjour. Remember me, mate? I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Ja, kriegen wir hin. Ja. Absolutely. Absolutely. Go on then. Du sprichst immer so richtig asiatischen Akzent aus. Ja, so muss das. Boom. Ich höre, da hinten ist ein Zombie drin. Boom. Hallo. Bonjour. Ah. Da ist noch einer. Der wollte uns verarschen. Ja, ja, sein Pech. Messerblätten, Loot, 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 Loot. Hoppala. So, dann reden wir mit Jack. Hallo. Ja, gut, danke. Der hat Cash übrigens, kannst du nochmal holen. Oh, Cash. Und dann möchte ich nochmal reden. Here at all, is there? We need to think of another way. Was brauchst du denn? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Okay, kriegen wir hin. Okay. Okay. That should go. Help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. Bloody walking corpses. Gott, ich hasse Bloody walking corpses. Lass mal einen Schritt zur Seite gehen oder so durchgehen. Wir haben noch eine Quest mal annehmen. Kelly, please, just calm. Hallo, Max Portman. Kelly's worried about her husband, Will. But I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Ja, ich kann mal gucken, ne? Ja, ich hab Augen. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. That won't help us. He's a friend named Doyle who works in the Diamond District Bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Wir waren da schon mal. Ah, ja. Vielleicht spawnen neue Gegner. Oder neue Leute. Hallo, Jean-Nine. Ein Magnet. I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Ja, klar. What's the reward, absolutely. Though? Absolutely. Ich sehe dann einen möglichen Reward. Welchen denn? Aus meiner Perspektive sah es so aus, als hätte sie so einen ganz leichten Bulge im Schritt. Wir müssen mal nach oben. Da ist anscheinend auch noch eine Person, mit der wir nicht gesprochen haben. Wow. Mit dem hier nämlich. Moin Meister, Dominic. Hey, I'm Dominic. Ja, Dom. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. Natürlich. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Klar. Easy. Let's do this. Das hat 3 Schwierigkeitspunkte von 5. Das schaffen wir schon, würde ich sagen. Erstmal auf Sipnen. Sendung. Ach, das war ein Sip. Das klang gerade, als hättest du ein Asthma-Spray betätigt. Auch das wegen auch. Dem gleichzeitigen Atmungsgeräusch. Hallo, Mike. Was ist da? Energy. We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Ja, das hat 5 Schwierigkeitssterne. Okay, good. See if you can find a car. That way you can move more gas. Okay, wir brauchen ein Auto und sollen Zeug holen. Ist das Ding jetzt mittlerweile offen? Oh ja, perfekt. Unser Kraftfahrzeug muss hier noch stehen. Wir haben noch eine Quest. Ah, die Sanitätstasche. Da musst du sowieso hin gerade. Perfekt. Und wir sollten in den Wracks noch Müll suchen.
Mhm. Da vorne. Autosatzteil. Achso. Also, ich habe F nicht gedrückt gehalten, aber später gesagt, ich halt's gedrückt. Und dann hast du einfach mal, nochmal gedrückt. Okay, haben wir auch. Perfekt. Okay. Jetzt wollen wir noch drei Stück davon. Da ist, glaube ich, noch eins und da ist noch eins. Geh du mal zum rechten, ich geh mal zum linken. Mhm. Ich glaube, das ist zum linken. Schauen wir mal. Das bringt mir sicher gleich ins Gefries. Nicht das Gute benutzen. Okay. Aber. Nein. Bitch! Scheißdreck machst du. Du auch! Zum Fick hältst du dich! Eine kleine Tottretung eingeleitet. So, wo müssen wir hin? Wo sind wir überhaupt da? Okay. Wir können aber der Straße folgen. Ja, da eine easy. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Nein, ich hab mich getroffen. Wo ist mein Messer hingeflogen? Da vorne, gut. Ich sollte mal mit einer Waffe ausrüsten. Wäre smart, würde ich sagen. Machen wir die immer so ein Achen. Ist wichtig. Wenn sie sterben. Ja, anscheinend. Du bist auch im Leben, oder? Ja, dachte ich mir nämlich schon. Aussatz hast du noch nicht geholt? Nee, hast du noch nicht, okay. So. Nee, was geholt? Dann habe ich das aber schon gemacht. Ich glaube, wir. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen jetzt, weil eigentlich haben wir jetzt alle. Aber das Ding sagt auch, dass wir noch weitere. Ach nee, das ist der Sanitätswagen hier. Get in the hang of this. Oh, der hat sich verbunden. Auf dich zu verbinden, das ist unhöflich. Das gesplashed wirst du, Digga. Sanitätstasche, okay, die habe ich schon mal. Baseballschläger, genagelt. Aber wir können immer noch das Zeug hier sammeln? Immer noch Aussatz? Wie viel brauchen wir denn? Alle. Okay, hier haben wir ein Auto. Willst du fahren? Kann ich gerne machen. Okay. Du leitest mich. Moment, wir müssen aussteigen. Hier ist noch was. Sehe ich gerade. Oh. Wir haben hier Anne Snyder oder sowas. Der können wir auch noch helfen. Oder vielleicht so ein Neukurs? Anne Schneider. Hallo, Herr Zombie. Hier ist kein Zombie. Hier ist zu. Oh. Waren wir in diesem Haus schon mal drin? Wahrscheinlich, würde ich sagen. Ich glaube, da hinten, ja. Doch, das ist doch die Wasserhau. Kim? Kim, hallo? Ich glaube schon. The monsters can't get me. Hallo. I'm Annie and I'm looking for my teddy bear. Cool. I can't fall asleep without him and I'm very tired and those monsters keep knocking. Bruh. Will you find my teddy bear? Du bist ein bisschen rotted. I guess. The last time I saw him, he was in our bungalow, number 15, where I live with my sister Jenny. Remember, his name is Teddy. Okay. Tell him Annie sent you and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. Spannend. Ich glaube, sie ist ein bisschen broken. Ja. Nur ein kleines bisschen Nägel und Klebeband. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Okay, das ist relativ weit weg. Da können wir was zurückbringen. What the fuck? Was denn? Ich habe mich gerade in der Tür selbst zerquetscht und bin jetzt tot. Bin respawned. Kann ich dir nicht helfen? Man kann sich doch gegenseitig anscheinend nicht aufhelfen oder sowas. Ja, anscheinend nicht mehr oder so, keine Ahnung. Okay, jetzt können wir kurz ins Auto steigen und 10 Meter fahren, müssen wir wieder aussteigen, weil dann ist die nächste Person schon wieder da. Aber erstmal gibt es einen Zombie-Tritt und noch einen Zombie-Tritt. Oh ja. Und noch einen Zombie-Tritt und einen Stich. Ein paar Zombie prügeln. So. Okay. Da war noch ein Reiniger drin. Da ist das Kraftfahrzeug. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Okay. Jetzt musst du ein Stückchen rückwärts fahren. Okay. Also, wir müssen jetzt nach hinten fahren. Also, du musst einfach wenden. Oder fährst rückwärts. Ich glaube, wir haben das Auto nicht. Ja, ich glaube, wir sind zu Fuß schneller jetzt. Gut. ups. Das ist, glaube ich, eingeparkt, damit ich da wo es sein sollte. Können wir die Quest eigentlich aktivieren? Frage ich mich gerade. Fuck. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es geht. Wir können hier runter, also wir müssen hier runter.
Ach, hier gibt's ein neues Auto, perfekt. Oh, geil. Das ist doch, das ist... Nö. Help me, please. No, no, not help. Dein Husband ist ein Zombie. Wen möchtest du haben? Bonjour. Ach so, da ist er. Hallo, Roger Brothers. Driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't do that. I live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Oggy. Bring Rogers, okay, Ehefrau Jessica zu James im Leuchtturm. Yes. Hey, man. Thanks. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. He'll take her in. Okay, kriegen wir hin. Und wir müssen noch ein bisschen Loot hier hin sammeln. Was ist hier rot? Ach, wir müssen in der Nähe von ihr bleiben. Ah, hier ist doch die Halskette für die Quest für Jeanine. Jeanine. Ja, kommst du mit? Ho, komm mit! Steig da mal hinten ein. Ist sie drin? Ich sehe es nicht. Ah, ne, sie steigt gerade ein. Ah, cool, ich kann in die Fahrerkabine reingucken. Das ist auch gar nicht verbuggt gerade. Perfekt. Funk. Splash. Dann bringen wir sie erstmal direkt hier hin, würde ich sagen. Ja. Aber ganz schön, nicht? Funk. Splash. Funk. Funk. Lass die Scheibe rausprügeln. Immer gut, immer gut. Ja, ich wollte die echt totprügeln. Überfahren. Aber totprügeln passt ja. Ja, wollte gerade sagen, dann prügelst du sie halt mit dem Auto tot, ne? Ah, Fähigkeitenpunkte. Stimmt, da war was. Hallo. Wo ist Dieterich? Einbrecher, da. Jess, das ist vollständig. Can you check on my husband? Na gut. Ja, kann ich machen. Oh, Doppelschlinge, nice. Die hat übrigens wieder Loot für dich. Ah, gib mal. Eigenbau Doppelklinge. When we left Sinemoy, you looked like Jesus. Anyway, you better go see to James. I'm sure he'll be surprised as hell to see you still alive and kicking. Follow me, I'll take you to James. Okay. I'm sure he'll be glad to see you still alive. Who the fuck is James? Where the hell did they put that? Keine Ahnung, aber bei Klopfen an der Himmelstür klingt das so, als würde er uns gleich in den Kopf schießen. Wahrscheinlich. Let's take a look. Erstmal schauen, was sie haben. Knock, knock, knock on heaven's door. Brody sieht tot aus. Jo. Hey, er ist da hinten. Red mal mit ihm, Bruder. Das klingt ein bisschen gefährlich für uns. James is at the top of the lighthouse. Wieso schwebst du? Ich? Er hat aufgehört zu schweben. Achso, okay. Hä, Colin. Lass mich doch levitaten. Oh, oh, ich bin irgendwo hingegangen. Oh, ich bin hier oben. Du musst hier durch die Tür gehen, dann kommst du durch. Aufzeichnung. Oh, hey, Fisch spielt Ready or Not. Gute Wahl. Schließe 5 Quests in einem einzelnen Korb mit denselben Leuten ab, okay. Dann reden wir noch mit ihm hier, würde ich sagen. Hm. Oh, das Ding spielt im Hintergrund. Klar. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Okay. Yes. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Okay. Okay, okay. Trevor! Unlike Trevor, Sinemoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that the help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks.
the result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? Ja, klar. Let's do it. Good. Bei mir läuft gleichzeitig die Aufnahme. When help finally does get here, and we get their attention, nice. Die auf dem Tisch lag. Das ist schön. Ich glaube, die lief bei mir auch. Okay, wir müssen jetzt runter. Okay. Und wir haben noch eine Quest. Oh Gott, wir haben drei Quests. Ich hasse mein Leben, ey. Hallo, Fieber. Mick Flair. Er heißt einfach Flair. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Wahrscheinlich hat sie es auf sheer Adrenalin gemacht. Die Gruppierung heißt dann dementsprechend Südberlin Maskulin. Ja. Sehr gut. Yes. Und was ist unten? Nordberlin maskulin? Wahrscheinlich. Nordberlin feminin. Oder das. Oder Mittelberlin genderneutral. Fick. Sag mir, wo es weh tut. Deo-Bombe. Oh, Deo-Bombe. Joink. Ach Gott, was willst du hier schon wieder? Pilots of that plane that went down. It was full of passengers, and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. Ja. I lost contact with them after that. But if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell. Wenn die eine Notlandung im Dschungel gemacht haben, ist es wahrscheinlich nicht mehr safe. Aber gut. Yes. Ja. Hey, würde ich jetzt auch eher schätzen. Nein. Oh, ich habe einen Skillpunkt. Oh. Ehre. Ich wollte dir gerade den Kopf einschlagen, weil den scheint sie ja eh nicht zu verwenden. Ja. Siehst du das auch? Die ist halb offen. Na, also nein, bei mir schlägt die ganze Zeit auf und zu. Oh, bei mir hing sie einfach in einer Position. Okay, gut. Also meins ist ein bisschen mehr creepy, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich konnte es auch nicht ich bedienen. Ich gucke mal auf die Karte. Wir haben ja noch irgendwelche Leute, ich weiß nicht, wo die sind. Ein Part ist eigentlich erst vorbei, ich würde gerne noch mit den Leuten sprechen, damit wir schon mal für den nächsten Part bereit sind. Das klingt eigentlich nicht verkehrt, also, ja. Achso, stimmt, hier bin ich ja gar nicht reingegangen in den Raum. Oh, hey, Geld. Ah, da geht's nach oben. Nein, halt die Schnauze, Trevor. Ah, ich kann die Mission gar nicht starten, wenn du gar nicht da bist, nice. Ich such grad, wo du bist und wie ich da hinkomme. Einfach hier rein. Da bist du, ja moin. Wir folgen James zu diesem Lighthouse, so wir können ein SOS-Signal using the lamp. There's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers power in the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can do to you what they can do to us. Maybe you can. I guess. Ja, machen wir, ne? All right. Geht schon. Passt eh, Alter. The transformers are in the northern part of the Gold Bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you into the storage shed. I'm Darwin, by the way. Cool. Brudi, wenn wir wollen, schlagen wir dir den Schädel ein, dann kommen wir da auch rein. Ja, das ist ja mein Plan. Ja. Also, okay. Der glaubt auch eine Macht zu haben, die er nicht hat. Ja. Ich komme mal kurz auf Quest und wir haben alle. Geil. Alle? Ist quasi. Geil. Hier sind fortlaufende Ereignisse. Nektar des Lebens, wo wir Wasser geben sollen. Aber da steht nicht die Alkohol-Quest. Haben wir die nicht mehr? Ist der Typ tot? Ich würde mal sagen, der dürfte dann tot sein. Schade, ne? Ja, schon. War mir sympathisch. Schöne Klinge hast du da. Ein Hoffnungsschimmer. Ich glaube, ein Hoffnungsschimmer ist unser Hauptquest, was ich golden dargestellt. Aber ich würde sagen, wie wir hier weitermachen, sehen wir erst beim nächsten Mal. Ja, das klingt gut. Und dann hoffe ich, dass euch gefallen bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Ich auch. Haut rein, ciao. Tschüssen.